Daniel, eigentlich wollte ich nie wieder Kilate lehren. So oft wurde ich von meinen Schülern hereingelegt. Ich hoffe, dass du nun endlich der Richtige bist und du die Gabe des Kilate nicht zu deinen Eigennutzen einsetzt. Meister, ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht, wie ich euer Schüler wurde. Also gewollt habe ich es sicher nicht, aber da ihr für den Verlust meines Jobs verantwortlich seid und ich den Job als Kindergärtner ja nun nicht mehr ausüben darf, war ich froh, dass ihr mir als Entschädigung wenigstens ein Dach über den Kopf angeboten habt. Das war meines Erachtens nach das Mindeste. Zhong Kongfuse sagte, sei genügsam und freue dich über einen lockenden Schlafplatz. Es gibt viele Menschen, die haben nicht mal ein Dach über dem Kopf, sei es die Naturkatastrophen oder weil sie einen Dachschaden haben. Eure Worte mögen weise sein, denn es sind die Worte von Kongfuze, wer das auch immer gewesen sein mag. Das mit dem Dachschaden, Meister. Ich will euch ja nicht zu nahe treten. Aber um auf was anderes zu sprechen zu kommen. Trocken ist es schon in eurer bescheidenen Unterkunft. Nur der Geruch der Ziegen ist nicht zu ertragen. Dann würde es wohl mal wieder Zeit, dass das Gehege sauber gemacht wird. Daniel, würdest du liebenswürdigerweise? Meister, ich bin hier, weil ich im Moment nirgendwo hin kann. Und in euch reifte der Plan, mir Kerate beizubringen. Und jetzt kommt ihr auch noch auf die verrückte Idee, dass ich euren Ziegenstall ausmiste. Also bei aller Liebe. Liebe steht über alles, sagte Konfuze. Ich sehe, du lernst schnell. Beim Kilate wirst du des Öfteren Dinge aus dem alltäglichen Leben verwenden, um dich zu verteidigen. Eine Mistgabel ist nichts anderes als ein Kampfstab, nur mit gefährlichen Spitzen. Eine absolut tödliche Waffe. Denn Konfuze sagte auch, wer die Mistgabel beherrscht, der wird unschlagbar sein. Das ist bestimmt wieder einer eurer Tricks. Ihr glaubt auch, ich sei dumm. Morgen verlangt ihr denn, dass ich in euren Garten gehe, um den Rechen zu schwingen, damit ich die hohe Kunst der Botanik erlerne. Woher wusstest du, dass das die dritte Lektion des Kalate gewesen wäre? Ja, die hohe Kunst der Botanik. Eine negativ neue Technik, die der große Fleischneidel entwickelt hat. Aber auch eine Technik mit vielen Gefallen. Ich selbst lehre diese Technik bereits einige Zeit nicht mehr. Meister, was ist passiert? Warum gebt ihr dieses Wissen nicht mehr preis? Bitte, bitte, sagt es mir. Also, ich werde versuchen, es dir zu erklären. Vor dir gab es schon einige Schüler. Mein letzter Schüler, sein Name war Lobert und er kam aus Lüttelsheim. Leider musste er die Ausbildung zum Kilate-Kämpfer vorzeitig abbrechen. Ich erinnere mich, es war letzten Sommer. Meister, da hängt was im Meer. Der dreht sich nicht mehr, der dreht sich nicht mehr. Lobert, schläng deinen Kopf an und benutze deine Hände, um die Schneideblätter des Lasenmeers flach zu bekommen. Stimmt, Meister, stimmt, ich könnte meine Hände benutzen. Stimmt, da hätte ich auch selber drauf kommen können. So, mal. Aber Lobert, du musst den Meer voll ausmachen. Huschonkan, schon mal an. Mann, Mann, Mann. Lobert, Moment, keine Panik. Ich lüfte den Rettungswagen. Jetzt kennst du den Grund, warum ich dir die Technik des Botanik es gar nicht mehr beibringen kann. So, nun habe ich genug gelabert. Nimm die Mistgabel und sieh zu, dass der Ziegendleck rauskommt. Meister, hättet ihr mal eine Uhrzeit für mich? Viele Kalate-Kämpfer kommen ohne solche modernen Maschinen aus. Aber um deine Frage zu beantworten, es ist 3:23 Uhr. Wow, Meister, ihr erstaunt mich immer wieder. Ihr habt keine Uhr und ihr wisst trotzdem die genaue Uhrzeit. Das ist die hohe Kunst des Kalate. Oder ist es Hachi? Nein, das nicht. Aber ich habe da hinten auf der Kirchturmuhr geschaut. Dreh dich mal um. Oha, ich habe gleich um 4 Uhr einen Vorstellungstermin. Ich bin da mal weg, ne? Bis später. Verdammt, Daniel, du bringst mich noch ins Grab. Du Glückeberger, ich kollabiere schon wieder. Du Arsch, dir will ich helfen. Kostenlos wohnen und dann nicht mal dein Zimmer aufläumen. Ich krieg dich, du Drecksack. Lauf nur. Ich jage dich, wenn es sein muss, bis nach Rumänien. Wenn ich dich kriege, lasiere ich deinen Sack mit einer Nagelfeile. Chi und Kelate heißt nicht, sich durchs Leben schmalotzen. Sutong wa chang, ching wang tong. Wa ka san tang wang wang wang. Sutong wa chakau, song kong tong.